So, jetzt geht's mal wieder los mit Farming Simulator, würde ich sagen, ne? Das Spiel ist schon geladen, es läuft schon. Ich muss nur noch einmal ganz kurz eine kleine Einstellung machen und für euch auf YouTube, wir sind natürlich wieder im Livestream. Also das, was ihr jetzt quasi auf YouTube seht, das ist quasi die Aufzeichnung vom Livestream. Ich glaube, was haben wir heute? Heute haben wir was haben wir heute für ein Datum? Ist heute der vierte, der fünfte, dritte ist heute. Heute ist der fünfte, dritte. Wow. Aber die genaue Beschreibung findet ihr ja auch wie immer unter dem Video. So, Two Rivers. Genau, das letzte Mal hatte ich ja ein bisschen Probleme gehabt, weil die Aufzeichnung 60 FPS und externe Festplatte lief alles nicht so gut. Nicht so wie gewollt. Aber ich habe mir jetzt eine neue interne Festplatte gekauft, auch eine, die ein bisschen größer ist. Das heißt, wir können mehr am Stück aufnehmen. Und dementsprechend wollen wir mal schauen, dass es losgeht. Spielst du jetzt gerade? Jetzt, ich spiele jetzt gerade, ja. Spielst du jetzt gerade? Ja, ich spiele jetzt gerade. Also, das war gerade eine Frage aus dem Chat von Mr. B. Ob ich jetzt gerade spiele? Ja, ich spiele jetzt. Alles klar. Wir haben hier auf jeden Fall die Kollegen rumstehen. Der kann erstmal kräftig abtanken. Dann schmeißen wir hier wieder Autocombine an. Und dann kann er mit Autocombine und seinen Kollegen zusammen das Weizenfeld abschrubbeln, abernten. Genau, tschüss. So, den Hürlimann schmeißen wir wieder an. Ich hoffe, dass die ganze Strecke noch drin ist. Oh ja, die komplette Strecke ist noch drin. Jetzt brauche ich quasi nur den Mähdrescher als Fahrzeug, welches er abtanken soll. Genau, hier ist der zum Schwaden, der Kollege. Und bist du fertig? Ich glaube, du bist fertig komplett, ne? Nice one, du bist komplett fertig. Das ist gut. Habe ich denn schon eine Strecke vom, naja, vom Feld 20 zum Strohverkauf? Habe ich noch kein Feld, ne? Doch, vom Feld 20 vom Strohverkauf zum Strohverkauf. Was habe ich denn? Was habe ich schon eingestellt, ne? Oh, ich bin ja so gut. Pass mal auf, dann haben wir jetzt ja hier Feld 20 Schwaden, genau. Da müssen wir vom Feld 20 zum Strohverkauf hinzufügen. Dann wollen wir Stroh verkaufen. Und dann müssen wir wieder, pass mal auf, wie sieht das aus mit der Strecke? Genau, die ist jetzt wieder runtergefahren oder führt jetzt wieder runter. Und dann müssen wir wieder vom Feld 20 vom Strohverkauf. Bums, passt. Sauber. Müssen wir jetzt nur kurz den Ladewagen besorgen. Und dann kann der Kollege quasi anfangen und das Stroh quasi abernten. Und also nicht das Stroh abernten, sondern Stroh einsammeln und zum Strohverkauf bringen. Wow, dann kriegen wir auch wieder ordentlich Money dafür. Ich glaube, das sind ja auch immer 2K pro Anhänger, ne? Und er wird einige Anhänger hier runterholen vom Feld. Das glaubt mir, Mann. Da geht einiges. Einiges geht da. So, den Anhänger. Das schiebt den Schwader ab. Ich hoffe, der steht da nicht im Weg, dass da irgendein anderer Curseplay-Fahrer dagegen fährt. Aber ich glaube, jetzt irgendwie so Saatmaschinen oder sonst irgendwas habe ich noch nicht eingestellt. Also von dem her dürfte da nicht so viel passieren. Hoffe ich. So. Einmal den Ladewagen. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo der Anfang der Strecke ist. Von gerade auf dem Feld. Ah, da unten. Alles klar. Meine Maus spinnt gerade ein bisschen, habe ich das Gefühl. Der General Groß. Moin, moin, General. Ne? Alles klar bei dir? So. Wir wollen da vorne auf den ersten Punkt drauf. Auf den ersten Punkt von der Strecke, auf der Wiese quasi, wo ich das dann schwaden kann. Und jo. Würde er darauf fahren? Ja, ne, hoffen wir es mal, ne? Oder? Ja, er fängt an zu sammeln. Läuft. Sieht gut aus. Guti, jetzt haben wir den Kollegen hier vorne stehen. Den habe ich ja nach der letzten Folge hier abgestellt beim Bahnhof, weil das hat ja so tierisch geleckt das letzte Mal. Das hing echt damit zusammen, dass der Datenträger nicht hinterherkam, die Aufnahme entgegenzunehmen. Und deswegen hat er tierisch geleckt. So, das hast du gut gemacht, Junge. Und deswegen kam er überhaupt nicht hinterher. Und nicht dein Ernst, oder? LOL! Der hat alle vier. Oh, krass. Pass mal auf. Wir heben und senken mal da vorne das Gewicht, ob das was bringt. Nee, gar nichts. Okay, dann koppeln wir mal den Anhänger ab. Okay, jetzt hat er wenigstens wieder. Jetzt hat er wieder. Jetzt hat er wieder.
Land unter den Reifen, wollte ich gerade sagen. Berührt er mit den Reifen wenigstens wieder den Boden. Krass, ey, der hat sich da voll mit dich raufgesetzt, ey. Lol. Das kriege ich auch nur Curseplay hin. Na gut, und einige Mitspieler im Multiplayer kriegen das vielleicht auch noch hin. Aber hauptsächlich kriegt sowas nur Curseplay hin. So, alles klar. Wo ist die Strecke? Dann schicke ich dich da gleich wieder drauf. Achso, du wolltest da vorne runter. Alles klar. So, dann kommt er nämlich wieder zurück auf seine Strecke und dann hoffen wir mal, dass er zukünftig da keine Probleme hat, wenn er vom Feld zurück zum Hof möchte. Genau. Aktuell. Ja, mach mal nächste. Ne, nächste. Hier, so. Zack, ruff. Guti, er ist unterwegs und genau, mit ihm wollte ich jetzt noch ein bisschen Holz machen. Ja, mal ein bisschen zusehen, dass ein bisschen Kohle reinkommt, ne? Gerade die Holzgeschichten gerade Holz bringt ja ohne Ende Kohle, mehr oder weniger. Und ja, da mal ein bisschen schauen, dass da ein bisschen was rankommt. Gerade jetzt am Anfang kann man das sehr, sehr gut gebrauchen. Und es gibt ja auch für mich jetzt als Spieler, sage ich jetzt ganz ehrlich, nicht so besonders viel zu tun. Außer hier vielleicht Holz zu machen. Beziehungsweise ich könnte hier auch gucken, dass ich irgendwie Rüben mache oder sonst irgendwas. Aber wie gesagt, dafür habe ich auch noch keine Fahrzeuge. Das braucht jetzt halt alles noch ein bisschen, bis das ganze Geld da ist und ja, bis es halt vorangeht, ne? Bis es halt vorangeht. Aber es ist auch gut so, also von mir aus muss es jetzt nicht alles so immer, ja, sofort den ganzen Hof und hier vorgestellt, da vorgestellt. Und ich möchte ja auch gerne, auf dieser Karte möchte ich auch weiterhin mit kleineren Maschinen hauptsächlich arbeiten und spielen. Weil ich einfach so das Bedürfnis danach mal wieder habe, nicht unbedingt jetzt das fetteste Gerät hier überall aufzufahren, sondern vielleicht auch mal eine kleineren Häcksler zum Beispiel oder einen kleineren Anhänger und dann bleibt halt etwas mal 2-3 Minuten stehen. Das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Der Kollege steckt irgendwo fest. Wo denn? Wo wollte der denn? Achso, der hatte da mit dem blauen Pickup wahrscheinlich Probleme, ne? Ja, alles klar. Was ist denn mit meiner... Ich brauche eine neue Maus. Ich brauche definitiv eine neue Maus. Meine Maus ist irgendwie scheiße. Ich habe nämlich auch ein krasses... ich habe nämlich ein krasses Mauspad gekauft. Aber... Ja. Aber das kann ich nicht benutzen. Kleine Geräte. Imurius, ey. Aber das krasse Mauspad, was ich mir gekauft habe, kann ich nicht benutzen, weil meine Maus irgendwie eine Abtastung hat, die irgendwie da drauf nicht funktioniert. Also ich verstehe es nicht. Oh, da ist ein Blitzer. Vorsicht, hier ist immer ein Blitzer, ne? Was ist denn hier für ein Verkehr gerade? Also hier Sonntagabends oder Sonntagnachmittag oder was ist hier los? Ich muss mal hier überholen. Blitzer ist ja vorbei, das heißt, hier kommt so schnell nichts. Nicht wieder was. Hier kriegen wir auch nochmal Mais weg. Hier können wir auch nochmal Maishäckseln fahren nachher. Freue mich auch schon drauf. Und ja... Ah, ich freue mich so richtig hier auf die Toolrivers. Ich bin auch froh, dass sie jetzt nicht mehr so stark leckt, die Karte. Also, das war ja die ersten Clips war es ja echt schlimm. Oder gerade so die... Ja, die erste Aufnahme ging noch. Jetzt so bei der zweiten Aufnahme, wo ich da aufnehmen wollte, hatte ich schon ganz schöne Lecks drin gehabt. Das war auch vom Spielspaß her nicht mehr schön. Und jetzt ist alles wieder super flüssig. Das chillt alles und ich sehe das auch auf dem Datenträger. Da gibt es hin und wieder mal einen Spike. Aber damals, wo es so heftig geleckt hat, da war er ständig auf 100%. Und das ist klar, das ist ja nicht gut. Denn läuft das natürlich auch nicht anständig. So, dann wollen wir mal schnell 2-3 Bäumchen wieder rupfen hier. Dann haben wir auch schnell wieder ein bisschen Money zusammen, ne? Nein. So, und ich glaube, 4 Meter konnte ich raufschmeißen, ne? Das letzte Mal hatte ich ja meine Stämme ein bisschen kurz abgeschnitten. Das heißt, diesmal müssen wir da ein bisschen, bisschen sauberer vorgehen. Oder was heißt ein bisschen sauberer? Ein bisschen, die Stämme halt ein bisschen, die Stücke, die wir verladen wollen, halt ein bisschen größer machen. 2 Meter Stücken waren ja echt ein bisschen klein. Aber war auch witzig. Kriege ich 4 Bäume auf einmal rauf? Ich glaube ja, ne? Müsste eigentlich klappen. Ja, wir probieren es mal nur mit 3. Das reicht ja auch erstmal. Insofern die dann alle umfallen.
Da steht nämlich einer, der noch nicht umgefallen ist. Einmal kurz das Geäst weg. Oh. Zack. Oh. Da noch mehr Geäst, da Geäst. Alles weg damit. Alles weg, alles weg, alles weg. Hat er den anderen Baum mit umgehauen dabei? Oh ja, hat er. Sehr schön. Der jetzt mittlerweile auf meinem Truck vorliegt. Nö, es geht noch. Zack, 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 zack. Alles wegkackseln hier. Oh, da hängt noch ein Stück. Ah, es ist angenehm. Ist natürlich, ich freue mich natürlich auch drauf, wenn ich den Scorpion King endlich am Start habe. Also den werde ich mir holen, obwohl ich gesagt habe, kleines Gerät. Aber den Scorpion King werde ich mir auf jeden Fall holen. Was ich halt mit kleineren Gerät meine, ist so kleinere Anhänger und jetzt nicht das fetteste Mähwerk und den riesigsten Grubber und sonst irgendwas, sondern halt auch gucken, dass ich mit einem kleineren Gezeugs halt auskomme. So, pass mal auf, das passt, ne? Was ist das da für ein Busch? Der gehört dahin, ne? Ja. Guti, da sind noch zwei Äste dran. Die können wir nochmal wegnehmen. So, dann haben wir es. Ich droppe Frames. Nope, tue ich nicht. So. In welche Richtung muss ich? In die hier. Und zwar, bin ich jetzt bei 92, dann gehe ich auf 88, nee, 97 runter, ne? Ah, ja, okay, das sieht gut aus. Von dem habe ich einen Baum erschlagen, ja genau. So, ich stehe jetzt bei 97, das heißt, ich gehe runter auf 93. Also ich gucke immer unten bei der Minimap, da hat man ja auch so leicht Koordinaten. Daran kann man sich so ein bisschen orientieren, wie weit man jetzt gegangen ist. Daran kann man sich halt orientieren, wie groß die Stücke sind, ne? Ruckelt das bei mir so oder liegt es bei dir? Bei mir liegt es nicht, Pippi, ganz definitiv. Hab voll schlechtes Bild. Das liegt daran, dass du deinen Source-Button, also du kannst einen Source-Button einstellen. Ich habe Source-Qualität gekriegt. Die kannst du einstellen, die Qualität. So. Bei mir ruckelt es auch. Auch wenn er nicht mit der Säge rumfuhrwirkelt. Also, OBS sagt, dass ich keine Frames verdroppe, also keine wegwerfe, denn es ist nicht bei mir. So. Zack. Simon. Ah, fuck, ich habe mich jetzt hier auf dem Anhänger festgefahren, Franz, ne? Genau. Genau, hier können wir jetzt nochmal einen reinsteigen. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen zu weit, weil ich schon auf 71 runter bin. Aber ja, das können wir machen. Das lassen wir einfach mal so. Schauen wir mal, wie wir damit klarkommen. Genau, wir können auch gleich mal anfangen, hier aufzuladen. Dann haben wir nämlich das mittlere Stück gleich hier vorne dran liegen, drauf liegen. Das ist eigentlich ziemlich gut. So. Genau, ich kann die ganzen Alerts eigentlich auch da so stehen lassen, die man jetzt so bei YouTube natürlich nicht sieht, aber bei Twitter. Das läuft denn schon. Zack. Zack, Bums. Der ist ein bisschen lang geworden, ne? Aber okay. Müssen wir schauen, wie wir damit klarkommen. Ich glaube, ich kann auch keine vier Bäume raufpacken, weil das ansonsten vom Gewicht zu groß wird. Ich glaube, das hatte ich schon mal versucht. Und dann hatte ich immer das Problem, dass ich vorne, dass ich nicht mehr lenken konnte, dass mir der Anhänger hin und her geschlittert ist und auch der Trecker und so weiter. Das war, glaube ich, ziemlich uncool. Aber mal gucken. So. Na? Na, komm. Bisschen ausschwingen lassen. Und jetzt lasse ich ihn mal fallen. Die sind irgendwie, fühlen sie sich komisch an heute.
Weil die irgendwie so, irgendwie habe ich das Gefühl, als ob irgendwas noch an denen festhält. Oder liegt das einfach an dem Anhänger? Das kann natürlich auch sein. Ich müsste vor oder zurück, ne? Eins von beiden. Dann fahren wir mal ein Stück vor. Dann holen wir uns nämlich den nächsten großen Klotz erstmal. Oder die nächsten großen Klötze. Sagen wir es mal so. Machen wir die Mehrzahl, weil da liegen ja auch noch zwei rum. Ah, komme ich da ran? Das könnte was werden. Ich bin mir aber nicht so sicher. So, zack. Vielleicht wird das was, vielleicht wird das nichts. Ich weiß es noch nicht. Pass mal auf. Ja, den haben wir auf jeden Fall gekriegt. Da habe ich auch nichts anderes erwartet. Pass mal auf, das sieht echt so aus, als ob da irgendwie noch was dranhängt an den Baumstämmen. Das ist halt dieser Nachteil, wenn man das mit der Hand absägt. Dass halt die Äste nicht, oder dass die Baumstämme nicht sauber entastet sind, ne? Dass da tatsächlich vielleicht noch irgendwo ein Ast dran ist oder sonst irgendwas. Man weiß es ja halt nicht so genau. So. Guck mal, was ist damit? Sieht auch gut aus, ne? Das kann man machen. So. Oh, wie geschillt, ne? Das finde ich auch so cool an Farming Simulator. Einfach mal mit dem Kran so ein bisschen rumhantieren, ein bisschen was machen, ein bisschen hier und ein bisschen da. Mal so keine Hektik oder sonst irgendwas, sondern einfach nur gechillt dabei zugucken, wie sich hier so ein Baumstamm auspendelt. Und ihn dann versuchen, sauber auf den Anhänger raufzulegen. Ohne dass er einen gleich um die Ohren fliegt. Ja, sieht auch gut aus. So, da vorne ist noch einer. Den schnappen wir uns. Ich glaube, einen zweiten Baum werde ich auch noch mitnehmen. Also zwei Bäume sollten gehen. Vor allen Dingen sind das dann auch gleich irgendwie, ich weiß gar nicht, 12.000 oder so mindestens. Ich glaube, nee, 24, ne? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Was hatten wir? Das letzte Mal hatten wir für die zwei Bäume, als der Zug weggefahren ist, haben wir noch 12k gekriegt. Genau, so war das. Das heißt, das ist ja immer eine Hälfte. Soweit ich das weiß. Und das heißt, ich habe das letzte Mal für zwei Bäume, die ich hier mit dem Anhänger weggebracht habe, habe ich quasi 24k gekriegt. Das ist ziemlich nice. Und jetzt haben wir hier drei Bäume liegen. Ne, das würde dann ja bedeuten, das wären 36k. So, passt. Denn, ach ne, da hinten liegen auch noch welche, ne? Oh lol, die müssen wir auch noch schnell einsammeln, bevor wir hier weitermachen. Mal in den Tracker wieder reingesprungen. Denn die beiden Zahnstocher hier noch eingesammelt. Das sind tatsächlich nur Zahnstocher, aber egal, müssen ja auch mit weg. Ansonsten liegen die da auf ewig rum und keiner weiß wohin damit, ne? So, dann schnappen wir uns die beiden noch. Oha, der ist aber tatsächlich lang, ne? Der ist so richtig lang, ey. Da müssen wir aufpassen. Da muss ich noch ein rotes Fähnchen nachher hinten ranhängen, dass ich da keine Probleme kriege. Nicht, dass die Cops mich auf einmal anhalten und sagen, yo, Bro, so nicht. So, den Kollegen noch gepackt und draufgeworfen. Ich glaube, ich könnte tatsächlich schon mit dem einen Stamm fast zurückfahren zum Sägewerk, weil es sieht schon ziemlich voll aus auf dem Anhänger. Ich glaube, das mache ich auch lieber. Das ist Safety First. So, pass mal auf, da steckt da einer im Verkehr fest. Was ist mit dem hier? Wo bist du eigentlich? Ach, du bist hier. Okay. Du fährst gerade runter. Warum hat er eigentlich nicht? Ich könnte auch eigentlich auch den Kollegen mit einem großen Anhänger losschicken, ne? Pass mal auf, das machen wir mal kurz. Das stellen wir einmal kurz um. Dann kriege ich jetzt den größeren Anhänger und dann kann er halt den Mähdrescher komplett abtanken. Mähdrescher sind ungefähr 8.000 drin, glaube ich, ne? Nee, gar nicht wahr. So viel gehen da gar nicht rein. Muss gleich mal gucken, wie viel insgesamt in den Mähdrescher überhaupt reingehen.
Weil dann kann er ihn mindestens ein- oder zweimal komplett abtanken. Und dann nach dem Abtanken stelle ich ihn halt so ein, dass er sofort, sofort abfährt, wenn er zweimal abgetankt hat. Weil dann ist er auch zeitlich gesehen besser davor. Guck mal, da ist der große Anhänger. Dann nehmen wir den. Den kriege ich auch auf jeden Fall gezogen. Also den Berg rauf, insofern er leer ist. Aber es sollte laufen, es sollte klappen.